Kommandeurs, weil der ist In moralischen Gnadenstoß erhielt diese Delegation natürlich von Stalin. Er versammelte die gesamte Delegation im Kreml und traktierte sie mit dem üblichen Festessen, wie auch mit einer Szene, wie man sie sonst nur bei Shakespeare findet. Er kritisierte die jugoslawische Armee und die Art ihrer Verwaltung. Er griff jedoch nur mich persönlich an. Und auf welche Weise? Er sprach erregt von den Entbehrungen der Roten Armee und den Schrecken, durch die sie hatte gehen müssen, als sie sich durch tausende von Kilometern verheertes Land vorkämpfte. Er weinte und rief aus, und eine solche Armee ist ausgerechnet von Gilas beleidigt worden. Von Gilas, von dem ich das am wenigsten erwartet hätte, einem Mann, den ich so freundlich empfangen habe. Und eine Armee, die nicht mit ihrem Blut sparte um euretwillen. Gilas ist doch Schriftsteller. Weiß er denn nicht, was Menschenleid und Menschenherz sind? Kann er es nicht verstehen, wenn ein Soldat, der tausende von Kilometern durch Blut und Feuer und Tod gegangen ist, an einer Frau seine Freude hat oder eine Kleinigkeit mitgehen lässt? Er brachte viele Trinksprüche aus, schmeichelte dem einen, scherzte mit dem anderen, hielt einen dritten zum Besten, küsste meine Frau, weil sie Serbin war, und vergoss abermals Tränen über die Leiden der Roten Armee und die jugoslawische Undankbarkeit. Stalin und Molotow teilten sich fast theatralisch in die Rollen, jeder nach seiner Veranlagung. Molotow hechelte das Thema kalt noch weiter durch und reizte die Gefühle auf, während Stalin in eine tragisch-pathetische Stimmung verfiel. Der Zenit seiner Laune war wohl gekommen, als er, meine Frau küssend, ausrief, er mache diese Geste der Zuneigung auf die Gefahr hin, dass man ihn der Vergewaltigung beschuldige. Er sprach sehr wenig oder überhaupt nicht von Parteien, Kommunismus, Marxismus, aber dafür sehr viel von den Slawen, von den Banden zwischen den Russen und den Südslawen und erneut von den heldenhaften Opfern und Leiden der Roten Armee. Als ich davon hörte, war ich wahrhaftig erschüttert und benommen. Heute scheint mir, dass Stalin mich weniger wegen seines Ausbruchs zum Sündenbock machte, als in der Absicht, mich irgendwie für sich zu gewinnen. Nur eine ehrliche Begeisterung für die Sowjetunion und für ihn selbst als Persönlichkeit konnte ihn dazu veranlasst haben.